Willkommen zurück zu Sunless Skies mit Praxeus. Wir sind auf Hypras immer noch. Habe festgestellt, ich habe mal in die Shops geschaut. Wir können hier nur Trade with the Locals. Sie benötigen hier Sacks of Worden Seeds, zahlen dafür aber recht wenig. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Nee. Stimmt nicht. Stimmt, sie verkaufen doch, sie verkaufen Sacks. Auf Worden, Sack of Worden sieht, das ist sehr schön, ne? Oder? Tatsächlich, hier kann man günstig Sack of Worden Seeds kaufen. Das merken wir uns natürlich. Und wir können hier Barrel of Unseasoned Hours kaufen, auch sehr günstig mit 25 im Moment als Bargain, also als vorübergehender, deshalb rübergehendes Luxusgut sozusagen. Ja. Aber wir benötigen, wenn, ich habe jetzt eh kein Geld mehr, ich habe eine Supply gekauft und wir gehen jetzt zurück zu den Stories. Ich musste kurz abbrechen, weil es mir den Ton zerrissen hat in der Aufnahme. Da musste ich kurz abbrechen. Hours mine from the sky. Oh, apropos Mind from the Sky. Ich habe ja wirklich 6 von 12 Plätzen frei. Also wenn ich jetzt gleich umbaue, damit ich das nicht vergesse. Wir meinen. So. Aber von hier aus muss ich dann natürlich gleich zurückfahren Richtung irgendeine Stadt, wo ich wieder um. Also ich tendiere mal, ich werde jetzt keine großen Umwege machen, sondern dass ich dann mal wirklich direkt mal nach New Winchester zurückfahre, weil mir das... Die Frage ist halt oben lang, ob man es oben lang versucht und dann runterkommt nach New Winchester. Aber man wird sehen. Vielleicht versuche ich doch tatsächlich oben lang. Aber nee, werde ich natürlich nicht. Ich werde unten lang gehen und dann direkt nach New Winchester. Oh. Aus welchem Grund? Weil hier auf dem Weg sind zwei Mining und ich möchte das jetzt mal minen. Also ich möchte jetzt bohren mal nach den wahrscheinlich Barrels of Unseasoned Hours. Also diese The Captain of a Battered Mining Locomotive selling unrefined hours quarried from drifting skyrocks. Each is a walnut-sized geode within which an hour grows like salt crystals. Die kleine Kristalle sind da drin, diese Barrels von Unseasoned Hours, also unverbrauchten Stunden, die Lebenszeit spenden, also die lebensverlängernd wirken. The captain dabs discreetly at his eye with a handkerchief. Being close to this much time makes one melancholy. Die Frage ist natürlich, ob man die wirklich in diesem Reich hier verkaufen sollte. Ich denke fast, die Barrels of Unseasoned Hours sind das gut. Das hat man ja im anderen Stream. Also in einem der vorherigen Streams. Ich denke, ich habe das Spiel ja vorher nicht. Ich habe schon viel gespielt, aber ich habe die ganze Geschichte davor nicht gelesen und keine nicht übermäßig viel Tipps und Tricks oder so. Ich schaue nur manchmal kurz rein, für was da ist, weil ich einfach nicht verstanden habe. Also zum Beispiel hier, dass Chattis in Cargo einfach über Bord werfen ist. Oder was jetzt mit der Bank ist, und dass die Bank eigentlich in andere Reiche geht. Aber dieses The Reach, wo wir sind, diese Region The Reach, ist dafür bekannt, dass man hier diese unverbrauchten Stunden unseasoned. Was heißt eigentlich unseasoned nochmal? Die sind halt ungewürzt, nicht gereift, unzeitgemäß. Diese nicht verbrauchten Stunden, die Kristalle in den Bergen, dass man die hier schürfen kann. Und dafür sind die bekannt. Oder ist diese Region bekannt? Das hat uns ja diese eine Settlerin erzählt, die wir da transportiert haben. Die hat uns ja diese Geschichte erzählt. Nee, der Fast Eaters Inspector war es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Sie hat uns ja erzählt, dass man hier am leichtesten unverbrauchte Stunden schürfen kann, die Lebenszeit verlängern und mit denen man dann auch gut handeln kann. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir solche Barrels, die ja, ich weiß nicht, ob diese Felsblöcke nachwachsen,
Nachwachsen, da denke ich wahrscheinlich eher nicht oder vielleicht eher nicht. Die kommen ja nicht aus dem Nichts oder vielleicht doch. Vielleicht entstehen hier immer neue Wurmlöcher aus Zeit oder so, keine Ahnung. Aber dass wir die in New Winchester auf die Bank legen und unser Geld anderweitig verdienen, eher noch weiter durch die Gegend schippern, so viele Barrels of Unseasoned Hour, wie wir bekommen, überall zusammenkaufen, auf die Bank legen und sie dann in London verkaufen oder in einer anderen Region hier. Also hier auf Eleutheria oder in Albion, in Blue Kingdom oder so und so weiter. Ich glaube, die Barrel of Unseasoned Hours sind jenes Gut, das für The Reach, aber das weiß ich nicht, das ist eine Spekulation, sind jenes Gut, das für die Gegend hier das Bekannteste ist oder das, was man halt hier, die Ressource der Region. So ist das. Dann gehen wir weiter in den Geschichten. Ich habe das ja jetzt umgesetzt. Ich habe den Miner jetzt eingesetzt, weil ja sehe ich dann, dass nur noch 12 Plätze sind. Dieses Explore the Settlement werde ich jetzt nochmal vorlesen. Reapers has only a handful of buildings, clustered amongst poles of fungus, yet life goes on here. Life moves at a slow pace on Hypra. Die Zeit läuft langsamer hier. Gemächlicher. Several colonists tend the allotments, while others sit scrapping outside the Brandon. Periodically, a lady emerges with tea and fungal crackers. Also, sie sitzen draußen auf der Veranda des Brandon, also dieser einzigen Gemeinschaftsörtlichkeit hier auf Hypras. Oh. Was ich, Scrapping hört sich nach Nachtspiel an, was weiß ich, was es ist. Ist auch egal. Perry, alle. Im schönen Rhythmus kommt immer wieder eine Lady vorbei und versorgt einen mit Tee und Pilzcrackern. A carbon struggles with the fretwork on the new town hall. The carvings are of factories and faceless workers. I can't remember what they look like, he says sadly. Die Atmosphäre, muss ich sagen, ich wirklich getragen von dieser Melancholie, die ich davor schon mal anliegen habe lassen. Ich habe ihm gesagt, dass mir diese melancholische Atmosphäre eigentlich gefällt. Hier steht es auch dann wieder irgendwo, stand es zuletzt auch wieder drin. Ich finde es eine schöne Atmosphäre. Es ist keine von Wut oder Trauer getragene Atmosphäre, sondern eine gediegene Atmosphäre, in der die Zeit gemächlich voranschreitet. Und ja, die sagen, the carvings are of factories and faceless workers. Ich möchte gar nicht übersetzen, was das heißt. Außer den gesichtslosen Arbeitern, jene, die in Massen, in dieser Blick, dieser verächtliche, das ist nicht dieser hasserfüllte Blick, wie ihn viele Kommunisten und Sozialisten haben auf die Industrialisierung und auf die Industrialisierung und auf die Industrialisierung und auf die Wirtschaft, würde ich jetzt nicht, kann man sagen, kann man nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob so hasserfüllt auf Dienstleistungssektoren gucken. Aber gerade auf diese Fabrikarbeiter, auf die Autoindustrie oder und so weiter und so fort, diese üblichen großgewerkschaftlichen, auf den Kohleabbau, der im Ruhrpott so präsent war und bis heute präsent ist, in der Atmosphäre präsent ist. Das hier ist ein anderer Blick. Es ist nicht dieser hasserfüllte Blick, sondern es heißt Carvings are of factories and faceless workers. Carvings, Mengen. Ich schaue gerade mal nach, was Carvings heißt. Carvings, Schnitzereien, Holzschnitzereien. Holzschnitzereien von Fabriken und Carvings are factories. Die Holzschnitzereien are factories. Ach, ist mir auch egal.
Hour of die Holzschnitzerinnen sind von Factories und gesichtslosen Arbeitern. Das ist irgendwie so passend dazu. Es steht vielleicht irgendwo The Carpenter Struggles with the Fretwork und the New Town Hall. Hier gibt es einen kleinen New Town Hall, wo Holzschnitzereien von Fabriken stehen und von gesichtslosen Arbeitern. Das ist ein schöner Blick darauf. Er ist nicht so hasserfüllt. Aber da sieht man dann diese Fabriken und daneben sind also diese Fabriken aus Holzschnitzereien und daneben sind holzgeschnitzte Figuren, die alle das gleiche Gesicht haben. Die alle gleich aussehen, in denen sich wahrscheinlich im All, in denen sich keine Persönlichkeit spiegelt, die alle komplett gleich altern, weil sie auch in der, wenn man täglich im Ruß des Kohlebergwerks steht, bekommt man die gleichen Gesichtszüge. Die Gesichtszüge passen sich eh häufig im Laufe des Lebens an jene Menschen an, mit denen man viel zusammen ist. Auch die Persönlichkeiten passen sich ja an, weil man ja zusammenlebt. Und so werden sie zu einer gesichtslosen Masse ohne jegliche Individualität. Und da, an diesem Punkt, unterscheidet sich dann diese Kommunen, diese kleineren Kommunen oder diese ideologisierten grünen Ideologien, im Zusammenleben mit der Umwelt, im Zusammenleben mit der Natur, doch von jenen kommunistisch und sozialistisch geprägten, vielleicht nicht unbedingt von den sozialistisch geprägten, aber auf jeden Fall von den kommunistisch geprägten, in denen das Individuum gar nichts mehr gilt, doch sehr. Also sie unterscheiden sich da doch sehr. Sozialistisch, da sind, also in Bezug auf gemeinschaftliche, es sind ja Kommunen, es sind Gemeinschaft, hier dieser Ort ist eine kleine Kommune, es ist eine Gemeinschaft. Sie leben ja zusammen und sie müssen im sozialen, von mir aus auch sozialistischen Rahmen wirtschaften. Die Kommune an sich, diese Gemeinschaft hier vor Ort, regional ist ja auch immer so ein Stichwort. Regionalität der Produkte ist dahingegen ja auch ein Stichwort, so wie es hier diese Pilzcracker sind. Diese Pilzcracker sind, sorry für mein Lachen, ich finde es immer noch witzig. Diese Pilzcracker sind. So ist es. So arbeiten diese Kommunen schon quasi im sozialistischen Rahmen, aber die Kommunen haben doch immer wieder was Individuelles. Und auch der Mensch an sich ist doch in der Kommune ein Individuum. Er muss sich an die Gemeinschaft klar anpassen, um in der Kommune zu überleben, aber es hat nicht diesen kommunistischen Überbau, der alles zu einem Brei macht. Der kommunistische Überbau wären eher die gesichtslosen Arbeiter. Ich habe mal ein Bild von Kim Jong-un in einer Traube von Frauen gesehen. So alle um die 20, 25, sind 20, 30 Frauen, also der nordkoreanische Machthaber. 20, 30 Frauen um ihn rum. Er strahlt nach oben in die Kamera und die Frauen strahlen alle an. Und jedes Gesicht sieht aus wie das andere. Alle Gesichter sehen gleich aus. Und da unterscheiden sich diese grünen Ideologien dann doch von den kommunistischen Ideologien, wo dann alles quasi zu einem verschmilzt beim Kommunismus, wo es keinerlei Individuum mehr gibt. So ist es in den grünen Ideologien dann eher doch so, ich nenne das dass eine Gattungspflege innerhalb der Diversität des Lebens stattfindet. Das ist dann doch was anderes. Sie pflegen das Individuum. Sie fördern das Individuum in ihrer Gemeinschaft, die sozial zusammenwirken muss, um in diesem hier doch ein bisschen lebensfeindlicheren Umfeld des Hybras, dieser wildernden Pilze halt eben zusammenarbeiten muss und zusammenleben muss. Aber sie fördern das einzelne Individuum
Sie stärken das einzelne Individuum, sie pflegen das Individuum, bringen das Individuum zum Blühen wie eine Pflanze, bringen den Mensch zum Blühen wie eine Pflanze. Und das ist ein Unterschied zwischen dem, zu dem Kommunismus, der ein einziger Brei dann darstellt. Alles ist eins. Und hier unterscheiden sie sich ganz stark. A carpenter struggles with the fretwork on a new town hall. The carvings are of factories and faceless workers. I can't remember what they look like, he says sadly. Den Tee at Brandons haben wir ja schon genossen. Den mit der sauren Milch oder mit der sauer gewordene. Das ist dann aber auch egal, dann trinkt man trotzdem. Es ist, wie gesagt, eine Atmosphäre. Ich finde die Atmosphäre schön. Also mir hat es immer gefallen. Also ich lebe so eigentlich gern, muss ich sagen. Wander the wilds of Hybras. Und dann sowas natürlich. Swamp and marsh, fungus and front. Nowhere in the reach has been so thoroughly colonized. It would be shame not to see the sights. Es wäre eine Schande, diese Natur nicht zu sehen. Swamp, was sind Swamps? Sumpflandschaften. Matsch, Marsch, nicht Marsch, Matsch. Marsch. Sumpflandschaften. Ja, allgemein Swamp und Marsch. Sumpflandschaften, Pilze und Front. Was ist Front? Ah, halt. Wehl, Farnkrautwehl. Sumpflandschaften, Pilze und Farnkrautwehl. Nowhere in the reach has been so thoroughly colonized. Thoroughly. Thoroughly. Durchmischt. Nirgends im Reich ist die Natur so durchmischt oder ist das so durchmischt. It would be a shame not to see the sights. Es wäre eine Schande, diese Sehenswürdigkeiten nicht zu sehen. Sehenswürdigkeiten ist kein schönes Wort dafür. Mit Sehenswürdigkeiten assoziiert man immer so ein bisschen die Städte und ihre Bauten. Das sind keine Sehenswürdigkeiten. Irgendein Bau, wenn man 100 Bauten gesehen hat, ist die Architektur einfach Architektur mit einem individuellen Touch des Architekten. Aber am Ende ist alles doch Beton, Glas, Stein und so weiter. Aber eben Menschen gemacht und so wilder die Natur natürlich, wild durch die Gegend. Wander the wilds of Hybras. Eben. You enter the fungal forest of Hybras. Clouds of spores drift through the ropey tendrils of freestanding fungus. Giant ants pierced with spines of mushroom crawl to the tops of trees to better feed the spores. You wander amidst the webs and arches of mushrooms for some hours until you stumble across a shallow graveyard. Each headstone bears a number of 7 digits or more. Thoroughly covered in the shallow earth are sets of manacles. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Ich habe genug über diese Gegenden erzählt, wie sie für mich leben. Vielleicht oder doch, was heißt was? Fingers of black and red mushroom rise from the sodden ground. Tendrils of white fungus form vast arches. An earthy smell pervades the air and follows you through the swamps like a lost dog. Es ist wie wenn man auf diese Pilze drauf drückt und die, weil sie den Pilz zerstört. Das darf ich ja eigentlich nicht sagen. Ein Beisein von Grünen oder von Umweltliebhabern, aber wenn man das ist wie wenn man eine Pusteblume nimmt und in die Pusteblumen reinbläst und sich alles verteilt, so sind viele Pilze, wenn man sie zerdrückt, kommt ein Dampf raus, manchmal auch ein Geruch, aber auch viel Nebel, giftig oftmals und Farbe und farbenfroh manchmal und ja, wie ein Staub. Ein Geschmack. Der dich dann, wenn du das natürlich an den Schuhen, wenn du drauf trittst, wenn das ja alles wild bewachsen ist, und du dann kannst du ja nicht immer dran vorbeilaufen, bei deiner Wanderung durch die Landschaft der Hybras, wenn du da durchlaufst, kannst du ja nicht an jedem Pilz vorbeilaufen. Vielleicht sind manche Flächen Pilze übersät.
so zieht, all diese, wenn man da drauf tritt, dann, das bleibt länger in der Luft. Man hat das Gefühl, es steht so ein bisschen in der Luft. Es fällt nur langsam wieder zurück. So zieht es wie eine Spur hinter dir her. Das klebt dann auch häufig an deinen Schuhen. Das klebt dann an deiner Kleidung. Und so hinterlässt du immer Fragmente dieser Pilze, die du da zerstört hast, quasi. Es ist eigentlich eine Schmerzenslinie der Natur, die du durchschreitest. Naja, weil du zerstörst ja diese Pilze, du tötest sie, das Leben, du tötest das Leben der Pilze und ziehst die Spur des Todes der Pilze hinter dir her. Und das ist so, bei Pilze ist das so etwas, bei vielen Pilzen ist das so etwas, dass ein Tick länger in der Luft stehen bleibt als bei manch anderen. Genauso wie die, vielleicht aufgrund der Feinheit, ich weiß es nicht genau. Eben wie die Pusteblume, um das abzuschließen, eben wie die Pusteblume, in die man reinpustet und die dann langsam fällt. In the middle of a grove of writhing sacks, you find a plinth adorned with broken and twisted nameplates, the shape of collars. Purpose and word has been imprinted on each. Wo kommt dieses Zeug her? Wo kommen diese metallenen Nameplates her? Da wollten sie vielleicht mit Maschinen diese Pilzen ernten. Man weiß es nicht. In the middle of the sacks, you find a plinth adorned with broken and twisted nameplates. A plinth, das ist ein Plinth. Ein Sockel. Naja, vielleicht, Guinea wollte sie nicht, das ist einfach nur ein Stein, wo eine Namensplatte drauf gemauert ist oder so. Wirkwort. Settler aus New Winchester und aus Port Prosper, aus den Fabriken, die Namenlosen, die hier eingefallen sind, und also die Gesichtslosen, die hier eingefallen sind und ihren Namen in den Stein gehauen haben. Oh Gott. Barbers and Wirkwort. Eigentlich ein Unding. Hier lebt eigentlich ein Mensch mit der Natur im Einklang und nicht diese versuchte Individualität, der nicht der Arbeiter, der versucht hier seine Individualität wiederzugewinnen, der aus der Masse der Arbeiter kommt und der versucht hier seine Individualität wiederzugewinnen, was eigentlich auch völlig fehl am Platze ist. Das sind wie jene, die aus den Städten mit ihrer Ideologie aufs Land strömen und sich nicht in die dörflichen Gemeinschaften und in die Natur, die sie eigentlich idealisieren, einpflegen, sondern sich präsent machen wollen, präsentieren wollen in dieser Natur. Sehr nervtötend. Kann ich da nur sagen, sehr nervtötend. Unangemessen. Gather a Port Report. Werden wir jetzt unseren Port Report schreiben. Not much seems to happen in this sleepy place, but perhaps someone will be interested. Nicht viel scheint zu passieren an diesem schlafenden Platz. Aber ich finde ihn eigentlich schlaflos. Ich finde ihn sleepy. Schlafen, ich finde ihn schlaflos. Hier geht immer was. Die Natur bewegt sich in einem fort. Aber irgendjemand wird vielleicht daran interessiert sein. Life moves slowly here. There are arguments over the rules of bowls and the correct amount of time to steep tea. The station master seems to avoid the villagers. There is unique quality to the starlight, which filters through the underside of the caps. Make a delicate inquiry to the wizened major. Everyone here is very old indeed. Is there a lower age limit on the settling in Hyperas? Ja, hier vielleicht. Aber also, ihm gehen wir jetzt. Aber siehst du doch eigentlich schon jünger aus. Is there a lower age limit? Es gibt eine Altersbegrenzung, ab der man erst hier auf diese Insel darf. Wollen wir ihn fragen. Mal gucken, was er dazu sagt.
The Wizard Mage Shackles. Oh no! Word welcome. Wir heißen die Jugend willkommen. We welcome you. But we don't get many settlers coming out this way. Das hatte ich ja schon partizipiert auf dem Weg zu dieser Geschichte, zu diesem auch zu dem Besuch bei der Wizard Mage. But we don't get many settlers coming out this way. Nicht viele Settler kommen hier raus, nicht viele Siedler. We happily secluded here. He smiles wistfully across the marsh. His majoral assistant drowns an unfortunate at bowls. Our best years were spent by others. The wizard major glances towards the town hall, where preparations are being made for a performance. We have plans to hopefully change that, though. Ja, sie haben halt noch Illusionen. Ich nenne es Illusionen, aber eigentlich sind es, also sie sagen Pläne. Ja, wenn, es kommen halt wenige hierher, wenig junge Siedler. Sie sind herzlich eingeladen. Aber was bringen auch, andererseits, gell, was bringen auch einzelne Siedler? Da müssten ganze Horden einfallen. Die würden aber auch wieder alles umkrempeln und die Alten würden mürrig und grimmig werden. Aber egal. Sie hätten viele Pläne, die Alten hätten hier viele Pläne und dann käme es garantiert zum Generationenkonflikt. Die Alten hätten viele Pläne, wie man das hier gestalten könnte, viele Träume. Und dann kommen die jungen Siedler mit ihren eigenen Ideen an. Da kommt es zu heftigen, wenn die entsprechende Masse an jungen Leuten kommt, die sie benötigen würde, behaupte ich, käme es zu heftigen Generationenkonflikten, weil die Siedler aus Gebieten kommen, die fortschrittlicher, also die technisch fortschrittlicher sind eventuell und dann und mit ihren eigenen Ideen noch dazu ankommen, dann käme es hier zu massiven Generationenkonflikten zwischen den Jungen und den Alten. The colonists are enjoying a second use on the grass. Und hier sagen sie einfach nur, die Kolonisten, also die Ansässigen, genießen eine zweite Jugend und Hybras. Naja, egal. Eine Geschichte queer sozusagen von mir. Search for Miss Madame, heißt Madame, MME Lumière, a filmmaker, ein R. MME. A filmmaker should be difficult to miss in this harsh, secluded place. Wir suchen jetzt nach unserem Filmmaker, den hätte ich schon fast wieder vergessen. Loud curses lead you towards an elderly woman fiddling with an antiquated camera. She sighs and shuts the frame. Also doch, Madame. That'll do. She offers a trembling hand. Lumiere. Once a renowned explorer and filmmaker. Now, as you see, a cough rattles through her. You from New Winchester, I leave with you. I can pay my way. I'm done here and my lungs won't tolerate much more of this. She smiles warmly. I've a premiere to plan. Ich habe eine Premiere. Also sie möchte halt ihren Film mit ihrer alten Kamera in New Winchester veröffentlichen. Sie kann dir den Weg bezahlen. Wegen ihr sind wir ja auch hierher gekommen. Und eine Traube von Ratten kommt hinter ihr her. Und ihre Lungen vertragen hier diese Gegend nicht mehr. A retiring filmmaker, you're scouting the filmmaker back to New Winchester. You've gained 23 sovereigns. This is Lumiere. Lumiere has boarded your engine. Und damit sind wir hier eigentlich fertig. Wir könnten jetzt nochmal eine Füll mitnehmen. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, das tue ich auch. Das ist schon ein bisschen ein Supply, meine ich. Weil wir sind echt knapp sind.